Auf der anderen Seite des Flussbettes, das bereits seit Dekaden kein fließendes Wasser mehr gesehen hatte, ungefähr 20 Klicks im Nordwesten, unterstützte die 85. Infanterie die lokale Regierung in Hadde. Ein fettes Bum, Bum, Bum schwoll wie ein langsamer Herzschlag an, beantwortet von dem etwas höheren und rasanteren Wellen von Kanonenfeuer. Damen sah, wie sich in der Ferne frische Rauchwolken bildeten. Fast hätte er seinen Krone nach der Regelmäßigkeit des Bombardements stellen können. Die hiesigen Maurier-Clans packten ihre gesamte Artillerie immer nach dem Mittagessen aus, um die Bevölkerung von Hadde zur heißesten Tageszeit in die Schutzräume zu treiben und die Stadt zu einem äußerst ungemütlichen Aufenthaltsort zu machen, bis zur Abenddämmerung der Wind wieder zunahm und die Maurier sie für die Nacht nach Hause gingen. Es war, als bestünde ihre Tagesarbeit daraus, die vertraglich festgelegten Arbeitsstunden mit ein wenig Bombardieren zuzubringen und danach nach Hause zu gehen, um Holowitz zu gucken. Zwei Kompanien, wichtiger als 300 Mann. Es war erbärmlich unzureichend und dazu gab es nur wenig Luftunterstützung. Der Rest des Bataillons lag in einzelnen Zügen quer durch die Region zerstreut und gewann an einem Tag etwas Boden, nur um ihn tags darauf wieder zu verlieren. Aus diesem Grund hatte man die Schwadronen geschickt. Sie hatten ein einziges Ziel, einen wichtigen Anführer der Maujasi namens Yoluk. Jetzt warteten sie darauf, dass er sich zeigte. »Wisst ihr was?«, sagte Kor. »Wenn wir hier nur ein bisschen mehr Luftstreitkräfte reinbringen und die Ossig aus den Siedlungen um diese Müllhalde rausbomben würden, müsste sich niemand mehr den Chefs abkochen und wir könnten alle irgendwo hingehen, wo es ein besseres Nachtleben gibt. Seht euch dieses Loch doch bloß mal an. Nur Berge.« »Hügel«, berichtigte Ettin. »Sie stehen trotzdem im Weg. Luftangriff!« Kor hatte sein Leben als einfacher Soldat bei Bombenräumkommando bezogen und lernte immer noch nach und nach Mandua. Wie vorauszusehen, schnappte er zuerst Obszönitäten und Jargonausdrücke auf, genau wie Etain. Er brachte sogar seine eigenen hervor. »Korika, wir würden nur an einen genauso sinnlosen Ort geschickt werden, um das Gleiche wieder zu tun«, erwiderte Ettin. »Und wir sind dazu angehalten, Herze und Köpfe zu gewinnen. Kein Ausradieren ziviler Dörfer.« »Zivilisten am Scheps, die sind doch alle bewaffnet. Die brauchen keine Uniform, um Feinde zu sein. Warum enden alle Spezies, die etwas gegen ihre Nachbarn haben, damit, dass sie als Separatisten klassifiziert oder auf unsere Liste gesetzt werden?« »Hier ist es nicht meine andere Spezies«, mischte sich Damen ins Gemaule ein. »Nicht wie auf Gavdikar, wo man sehen konnte, wer wer ist. Hier gibt's nur Menschen und die sehen auch noch alle gleich aus.« Ein winziger Staubsturm am Horizont deutete darauf hin, dass sich Bodenfahrzeuge auf sie zubewegten. Niner klickte leicht genervt mit den Zähnen. Eine Angewohnheit, die er offenbar bei Skirata aufgeschnappt hatte. Oh, »ich hasse es, wenn er nachdenkt. Denken macht einen nur unzufrieden.« »Genau das ist mein Job«, sagte Ettin. »Was von Dasema gehört?« »Noch nicht, Sarge.« »Sie wird eine Nachricht schicken, keine Sorge.« »Ich weiß, dass sie das wird«, erwiderte Ettin etwas gereizt. »Wir heiraten.« »Was?« »Du hast schon richtig gehört.« Die Neuigkeit lenkte ihre Aufmerksamkeit nicht von der Straße ab, aber sie minderte sie. Damen drehte sich der Magen um. Das war eine ganz andere Welt. Das war unmöglich, behauptete Niner. »Du kannst nicht heiraten. Du bist in der Armee.« Ettin bedeutete auf Mandua so viel wie starrsinnig. Aber für Mandalorianer war es nicht negativ besetzt. Es drückte eher Hartnäckigkeit und Mut aus, statt bloße Sturheit. Ettin ging ruhig und unbeirrbar methodisch vor, bis ihn etwas wirklich reizte. Dann verfiel er wieder in jenen Typ Mann, wie sie Fausts Ausbildung hervorbrachte. Tobsüchtig rasend und nicht bereit, auch nur einen Zentimeter Boden zu verlieren, bevor man ihn zu Boden schlug. V hatte ihn in diese animalische Reaktion eingeprügelt. Ein primitiver Wille, von dem er sagte, er würde sie auch dann noch am Leben halten, wenn normale Männer bereits aufgegeben hätten und tot waren. »Zeig mir, wo es steht«, sagte Ettin gereizt. Damen konnte trotz des Helmes sehen, wie er sein Kinn trotzig hervorsteckte. »Mach schon, zeig mir die Vorschrift, in der steht, dass wir nicht heiraten können.« »Es war nie vorgesehen, dass wir Familie haben.« »Aber es gibt auch keine ausdrücklichen Vorschriften dagegen, oder?« »Nein, aber es ist trotzdem bescheuert.« »Wieso?« Kein Klon brauchte das Gesicht seines Bruders zu sehen, um zu wissen, was in dessen Kopf vorging.
Damen erkannte anhand des schwachen Klickens und Atmens, das vom Helmcomic übertragen wurde, dass Niner nervös war. Aber Niner gehörte definitiv nicht zu den Panikern dieser Welt. Er war aufgebracht. Er wollte eine unbequeme Realität beseitigen. Weil du keinen Sold bekommst, argumentierte Niner schließlich. Also kannst du nicht Frau und Kind unterhalten. Es gibt auch keine Unterkünfte für Eheleute. Etienne hatte sich auf Streit eingeschossen. Er klang, als würde er die Zähne zusammenbeißen. Lassema ist eine Twi'lek. Twi'leks und Menschen können sich nicht fortpflanzen. Und sie hat ein Apartment. Kalbuia hat dafür bezahlt. Und sie hat einen Job. Ich muss sie also nicht unterhalten. Puff, das war's mit deiner Argumentation, Sarge. Kor murmelte in sich hinein. Sich aushalten lassen, hm? Nicht schlecht. Du bist trotzdem verrückt, beharrte Niner. Und es ist nicht meine Argumentation. Es ist einfach so. Damen sah seine Pläne, einmal ein bisschen häusliches Glück zu erleben, bedroht. Und er mischte sich ein, um Ed den Rückendecken zu geben. Sie waren Männer, keine Droiden. Sie hatten das Recht, etwas mehr vom Leben zu erwarten. Skirata hatte das gesagt. Denkst du, wir können nicht heiraten, weil wir Eigentum sind, Sarge? Fragte Damen. Niners Stimme verhärtete sich. Ich weiß nicht. Geh und frag General Z. Sie geht mir am Scheps vorbei, schnappte Etin. Und selbst wenn nicht, was könnte er deswegen unternehmen? Wie soll er den Unterschied erkennen zwischen dem, was wir jetzt tun und dem, was passiert, wenn Lassema und ich uns die Treue geschworen haben? Er hat nicht ganz Unrecht, meinte Damen. Er ist rein akademisch. Und außerdem will ich leben. Etin wurde richtig gehend wütend. Wenn ich überlebe, werde ich nicht für immer Soldat bleiben. Er machte eine Pause, so als würde er sich auf etwas Schwieriges vorbereiten. Ich will weg! Ich will austreten! Es war das erste Mal, dass es einer von ihnen laut aussprach. Vielleicht war es das erste Mal, dass es einer von ihnen wirklich wollte. Feis Weggang hatte irgendwie die Tür zu Widerspruch und echten Ambitionen jenseits der GIA geöffnet. In der beklemmenden Stille versuchte Kor geflissentlich, den Streit zu vermeiden. Manchmal verhielt er sich immer noch auf eine vorläufige, ich bin nur Lückenfüller Art und Weise, obwohl inzwischen klar war, dass Fei nie wieder zurückkehren würde. Niner sprach jetzt mit der Leg dich nicht mit mir an Stimme des Sergeants. Du solltest dich auf die Operation konzentrieren und nicht darauf, die Armee zu verlassen. Tu ich, erwiderte Etin und bewegte sich zu Kor und ging neben ihm in Feuerstellung. Ich kann beides gleichzeitig. Das eine hilft mir sogar, das andere zu tun. Nein, es war nicht Feis Flucht. Damen glaubte, es sei das Erscheinen von Skiratas Enkelsohn, mit dem es begonnen hatte. Das Kind hatte ihnen das Gefühl vermittelt, dass das Leben ohne sie weiterging und sie zurückließ. Wären sie 15er gewesen, reguläre Klonsoldaten mit begrenztem Kontakt zum normalen Zivilleben, hätten sie sich vielleicht vormachen können, dass die Dinge gar nicht so schlecht standen. Aber sie hatten zu viel Zeit damit gebracht, Dinge zu tun, die Nicht-Klone für gegeben ansahen. Indem er ihnen so viel Freiheit gegeben hatte, wie er nur konnte, hat es gerade sie sehr viel unzufriedener gemacht mit ihrem Los. Was ist mit dir und Ethan da? Fragte Etienne. Was? Du meinst, ob wir uns häuslich niederlassen? Yep. Ethan würde den Jedi-Orden verlassen müssen. Sie hatten etwas gegen Beziehungen, Bindungen, wie sie es nannten, aber sie erwarteten auch nicht, dass Jedi im Zölibat lebten. Damit schien der Ärger vorprogrammiert, dachte Damen. Eines Tages würde irgendein liebestrunkener Jedi etwas Törichtes tun, ganz gleich, was ihre Ausbildung ihnen alles austreiben sollte, und es würde kein gutes Ende nehmen. Man konnte Fleisch und Blut nicht in emotionslose Droiden verwandeln, weder Klon noch Jedi. Es war nicht gesund und es war nicht fair. Wir haben noch keine Einzelheiten besprochen, antwortete Damen. Aber ja, doch, das will ich. Kinder? Damen dachte an Skiratas Enkelsohn. Babys bedeuteten andauerndes Fordern und Hunger. Machtsensitive Babys. Tja, das würde Ethan regeln müssen. Aber selbst wenn, das war alles Zukunftsmusik und er musste sich nicht den Kopf darüber zerbrechen. Eines Tages, sagte er, aber jetzt noch nicht. Machst besser ein bisschen hin, empfahl Kor, bevor du zu alt bist. Apropos hinmachen, sagte Niner, bereithalten. Damens Magen zog sich zusammen, wie immer bevor es losging.
Er krabbelte ein Stück zur Seite, um einen besseren Blickwinkel zu haben, und sah, was seines Aufmerksamkeit erregt hatte. Ein schmaler Konvoi-Repulsorlaster, der routinemäßig Versorgungsgüter vom Hafen beförderte, wirbelte den Wüstenstaub zu einer Rauchwand auf. Etin ließ einen Fernspeer frei. Er warf die kleine Kugel in die Luft, damit sie sich ihren Weg über den schmalen Pass bahnte und dann schwebend die Bilder aus der Tiefe übertrug. Chaos kurrte durch die Vergrößerung seines Huts. Damon konnte die wechselnde Perspektive seines Bruders auf den Sichtikons seines eigenen Heads-Up-Displays sehen. Chaos' Blick blieb an der Südwand der abbröckelnden Felsklippen hängen, welche die Straße säumten, und als Damon auf die gleiche Ansicht schaltete, konnte er Konturen erkennen, die plötzlich wie Insekten aus den Spalten hinaustraten. »Also ich glaube immer noch, dass sie Tunnels zu diesen Standorten haben«, sagte Kor etwas gereizt. »Sonst hätten wir sie reingehen sehen.« Niner hatte eine gute Sichtlinie das Trockental hinunter. »Tja, solange sie nicht gesehen haben, wie wir reingegangen sind. Vergesst nicht, wir sind nur hinter Yoluk her. Verschwendet keine Munition auf irgendjemand anders, solange es nicht unbedingt notwendig ist.« Jede Woche war ein Zug Rebellen an der unbefestigten Straße aufgetaucht, um Transporte von der Hafenstadt Rishun nach Hadel abzufangen. Omega Squad hatten sie gewähren lassen, einfach nur zugesehen und Informationen gesammelt. Es war Yoluk, den sie beseitigen mussten. Clever, einfallsreich und der wichtigste Mann in Sachen Planung, wie der Geheimdienst sagte. Jetzt wurden die Rebellen protzig, um Mirels Lieblingsausdruck zu verwenden. Sie trafen weniger Vorsichtsmaßnahmen. Und dennoch wirkte es auf Damen ziemlich sinnlos, in Anbetracht der Tatsache, dass die Maujastämme keine wirkliche Bedrohung für die Republik darstellten. Er bezweifelte, dass sie das Wort Separatisten überhaupt buchstabieren konnten. Sie fanden einfach Gefallen am Stehlen und nicht an ihrer Regierung, was sich eigentlich ganz nach Skirata anhörte. Sie wollten einfach alles, was sie in die Finger bekommen konnten, und Hadel sah wahrscheinlich nach einem guten Ort zum Ausplündern aus. Aber sie würden zurückschießen, wenn Omega sie ins Visier nehmen würde. Daher löste sich Damens vage Sympathie schneller in Luft auf als Spucke auf den heißen Felsen um ihn herum. Er legte mit seinem Zielfernrohr an. Die Rebellen mussten den Konvoi aus der Nähe angreifen, wenn sie ihn ausplündern wollten. Ein Artilleriebombardement würde alles zerstören, was sie an sich nehmen wollten, und das machte sie verwundbar. Yoluk würde bei ihnen sein, wenn der Geheimdienst recht behielt und in offenem Gelände leichte Beute abgeben.